Jo Leute, herzlich willkommen zurück. Heute mal so ein kleines Special, ja. Wir bewerten heute mal Rocket League Autoschen und die Maps. Ja, das hatte ich mir mal so vorgenommen. Es gibt ja die Website hier Tiermaker. Wir können in Zukunft auch noch ganz andere Sachen machen. Und sagen, wir fangen mal mit den Car Buddies an. Okay. Da gab es natürlich auch genau Autos mit dabei, die ich noch nicht gespielt habe, die ich überhaupt nicht kenne. Ja. Aber wir fangen mal an. Also ich kenne eigentlich die meisten, spiele seit 5 Jahren Rocket League. Von daher. Fangen wir an. Das ist der Charger. Kann ich nicht beurteilen, habe ich noch nicht gespielt. Batmobile auf jeden Fall, also das eine Batmobile, furchtbar. Nissan Skyline, auf jeden Fall A. Aftershock, Rotz, Animus GP, genau daneben. Oh, keine Ahnung, nie gezockt. Den hatte ich eine Weile gezockt, den fand ich gar nicht mal so schlecht. Schmutz. Ja doch, würde ich sogar bei B mit einsortieren, das Batmobile. Habe ich sehr lange gezockt, Monate hinweg, war auch sehr zufrieden eigentlich, durch die riesen Hitbox. Verteidigungsmonster echt und Flickmaster. Der Battle Bus, den kannst du eigentlich dann, ja, den kannst du auch abschmieren, oder? Keine Ahnung. Breakout auf jeden Fall auch auf die B-Seite. Also das sind jetzt alles meine eigenen, also ich sage so, wie es mir gefällt und ob ich die gespielt habe. So ranke ich diese. Ach Gott, ist das nicht der Breakout Type X oder wie das hieß? Entschuldigt, weil ich die Namen nicht mehr so ganz genau weiß. Kommt man bitte auf die D-Serie. Dich auch. So, und jetzt kommt wieder so Autos, die ich überhaupt nicht gespielt habe. Cyclone kommt auch mit da rein. Nie gezockt habe ich auch nicht. Den will ich sogar bei 10 mit einordnen. Habe ich eine Weile gespielt. Dominus, klar. Auf die A-Serie. Den hatte ich eine Weile gezockt, den fand ich gar nicht so scheiße, aber Dunt doch auch ein bisschen. Nie gezockt. Endo kommt auf jeden Fall auf C. Habe ich auch früher in meiner Anfangszeit mit Rocket League viel gezockt. Esper, weil es ein Fun-Auto ist bei D. Die kleine Klutschkugel hatte ich auch mal gezockt. Ja, mit dem mit einsortieren. Keine Ahnung, was das ist. Fennec auf jeden Fall mit auf die A-Serie. Obwohl ich eigentlich den Fennec sogar in S mit einsortieren würde. Und ihr wisst auch ganz genau, welches andere Auto. Der Animus GP. Oder nee, ist der neue, gell? Nie gezockt. Das ist, glaube ich, der Komodo. Habe ich auch sehr lange gezockt, will ich auf C machen. Schmatz. Schmatz. Ja, würde ich hier mit einem Auto, hatte ich, glaube ich, auch mal gezockt. Das Vieh. Halt auch dadurch, dass er so groß ist, Verteidigungsmonster brachial. Das ist der Warthog von Halo, glaube ich. Nie gezockt. Schmutz. Nie gezockt. Den würde ich hier mit oben mit einteilen. Nie gezockt. Oh, der Porsche. Lange Zeit gezockt. Gutes Auto in meinen Augen. Ja. Der Jeep. Ja, schmeißen wir mit hier rein. Der Night Rider. Ach, nie gezockt, Digga. Nie gezockt. Oder war das jetzt der Komodo? Ich hab mich da eben verwirrt. Klappt schon mal mit hier rein. Der Lamborghini leider noch nicht gezockt. Weil gebe ich kein Geld dafür aus, ohne Witz. So, die Nintendo Switch Exclusives. Kann ich gleich hier mit reinschmeißen. Der Mantis kommt auf jeden Fall mit in die Kategorie. War eine Weile gezockt. Nicht gezockt. Geht, der Masamune war das, glaube ich. Und der alle. Da ich sagen, viele Autos sehen echt same aus. Hier, der McLaren. Den habe ich. Habe ich den? Oh, ich weiß es nicht, ey. Das schmeiß ich auch wieder nicht, kenne ich nicht. Der Merk natürlich S-Klasse. Ja, Schatz, Alter. Den würde ich bei. Ja, den würde ich bei dem mit ein. Der ist nicht so komplett scheiße.
Die Karre habe ich noch nie gesehen. Das ist der Mudcat, glaube ich. Nicht gezockt. So, jetzt kommen die ganzen NASCAR-Verschnitte. Alle mit hier rein. Sag mal, der hier, ne? Sieht genauso aus wie der hier. Und wo ist der andere? Ein bisschen wie der. Ja. Ja, ein bisschen wie der. Alter, die sehen ja alle gleich aus. Ich glaube, den hatte ich eigentlich gemeint. Dann kann ich den hier unten mit drin klatschen. Keine Ahnung, was. Doch, da, für den habe ich sogar eine Aufnahme. Irgendwo. S-Tier, Alter. Octane CSR. Kann man eigentlich hiermit einordnen? Oh Gott. Schmutz. Keine Ahnung. Schmutz. Nie gespielt, Alter. Nie gespielt. D auf jeden Fall. Ja. Was ist das? Was sieht aus? Achso, das ist der große von nie gezockt. Nie gezockt. Ja, war nicht schlecht. Habe ich auch eine Aufnahme von. Haben wir nicht. Scarab natürlich. Fun-weise mache ich den mit hier. Ah, nee. Machen wir hier mit rein. In die D-Kategorie. Schmutz. Nie gezockt. Takumi. Kommt in die D-Reihe. Der Takumi. Der große auch. Den habe ich tatsächlicherweise eine Weile lang sehr gut spielen können. Schmutz. Habe ich auch eine Weile gezockt, ne? Der ist nicht so schlecht, aber trotzdem scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, auch wieder, wegen der Hitbox. Also bei manchen Autos ist es echt so, boah, alle die Hitbox, die kotzt einen so strange an. Obwohl es ja wirklich nur diese Octane Dominus Hitboxen gibt. Aber trotzdem immer das Gefühl, dass das alles unterschiedlich ist. So, Schnelldurchgang. Ist das der neue Buggy? Ich weiß gerade gar nicht. Keine Ahnung, was du bist. Keine Ahnung, was du bist. Schmutz. Paladin war das, glaube ich. Du genauso Schmutz. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was du eigentlich bist. Oder du bist also. Ach nee, das ist der X-Devil. Der X-Devil war offiziell mein allererstes Rocket League Auto, was ich gespielt hatte. Mit dem kam ich früher sehr gut klar und heute, boah, ne. Und ich hatte echt ein komisches, weirdes Setup wie jeder am Anfang. Nee, gezockt nicht. Sippy auch nicht. Dich kenne ich überhaupt nicht. Das ist der neue, den will ich unbedingt mal probieren. Aber dazu komme ich dann zum Ende des Jahres mache ich eine Art Case Opening. Weil ich sammle gerade diese ganzen Bälle durch die Challenges. Ich habe jetzt auch von der letzten Season einige aufgehoben. Weil dadurch, dass ich das Buggy Mod benutze, brauche ich eigentlich nur das Auto. Mehr brauche ich. Schmutz. So, das ist meine schnelle Tierlist von den Autos. Also ich spiele hauptsächlich echt Octane und Fennec. Zum Freestyle nehme ich eigentlich ganz gerne den Skyline und den Dominus und die B-Serie, jetzt das Batmobile Breakout und den Porsche, nehme ich eigentlich nur, wenn ich mal Bock drauf habe oder mal was anderes probieren will. Ja. Der ganze Rest, der ist dann eigentlich, kannst du eigentlich in die Tonne kloppen, werde ich nicht angucken. Das ist meine Liste. Für die Rocket League Autos. Meine Meinung. Schreibt in die Kommentare, was euch. Also, ihr könnt ja mal zum Beispiel erklären, das glaube ich von Metroid. Das glaube ich auch wieder so ein Nintendo Switch Exclusive, weil ich es nie gesehen habe. Und das Autochen hier, der neue. Den kriegt man wahrscheinlich auch nur durch die Kisten, ne? Denke ich mal. Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Gut, das war meine Tierlist. Wir gehen eins zurück. Und wir tieren die Standard-Maps. Ich nehme jetzt extra nur die Standard... Ja, warte mal. Nee, das sind nicht alle. Ja, ich weiß, Standard-Maps. Ich guck gerade mal. Game-Modes könnten wir dann eigentlich auch mal noch machen. Decals oder so, das mache ich nicht. ESL-Liste, boah, auch nicht. Bin ich echt viel zu schlecht unterwegs. Früher war ich, habe ich jedes Spiel geguckt. Aber jetzt, dadurch, dass die Teams sich ja stets ständig wechseln. Naja. Das kann ich nicht mehr aussprechen. Haben die echt nicht so eine Tierlist? Achso.
Bots of Rocket League. Ah, nicht schlecht. Rocket League an sich. Ah, hier Rocket League Maps. Die haben die neue Map noch nicht mit eingefügt, was ich ein bisschen blöd finde. Na gut, fangen wir an. Das ist Aquadome. For real, okay. Hasse ich. Ich glaube Manfield ist das. Tag. Nicht so toll, ne? Champion Field ist es, glaube ich. Auf jeden Fall atmosphärisch das geilste mit. Boah, Alter. Du kannst es aber halt auch sehr schlecht erkennen, ne? Ich würde sagen, das ist eigentlich noch ganz okay. Farmstead. Ohne Witz. Der größte Schmutz. Die Map, die erkenne ich noch. Die ist eigentlich auch noch ganz gut. Neo Tokyo finde ich geil. Muss ich sagen. Die Map war ziemlich gut, aber es war mir zu viel los. Einfach nur. Diese Map ist abends. Nur abends geil. Weil tagsüber. Viel zu hell. Aber es ist nicht komplett scheiße. Dieser Asia Tempel. Ich weiß gerade nicht ganz genau, wie die Map heißt. Finde ich trotzdem auch sehr gut. Das ist diese U-Bahn-Station, die ist eigentlich... Also meh, sag ich mal. Die Map ist einfach eine Atmosphäre, dieses griechische, ich glaube Kolosseum hieß das sogar. Finde ich nämlich auch sehr classy, sehr geil. Und das war... Ach, ich weiß nicht, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, ja. Finde ich jetzt aber auch nicht so geil. War nicht so schlecht. Ja. So hätte ich es jetzt eingeteilt. Ja. Erstmal fette Props an die Leute, die das hier erstellen. Ne? Wir machen das nämlich alles hier in einem sehr schnellen Durchgang, ihr merkt es. Next Page, Previous Page. So, was könnten wir noch? Eine Sache könnten wir noch bewerten. Also, Tieren. Schau mal, Game Mode. Ah, hier Game Mode, zwei Tore nochmal. Ah, okay. Ich werde zu jedem Ding ein bisschen was sagen, ja? So, wir fangen an mit 1 gegen 1. Würde ich betonen, weil ich bin eher ein Teamspieler. Ich mag gute Passplays, ja, und Vorbereitung. Aber bei One on One ist es halt auch für mich so, dass man da auch am meisten was lernt. Machst du einen Fehler, kriegst du gleich die Quittung und nämlich ein Tor. Bei 2 gegen 2 Tier schon A. Auf jeden Fall, ja. Weil ich bin Main 2 gegen 2. 3 gegen... Nee, da müssen wir das anders machen. Wir machen das anders. So. Ja, 2 gegen 2 am liebsten. 3 gegen 3. Kommen dann an die zweite Stelle. Weil bei 3 gegen 3 ist doch ein bisschen zu viel los. Ich finde es auch recht schnell unübersichtlich. Klar, das ist ja ein großer Pluspunkt eigentlich auch. Aber auch mit diesem Boostmangel. Furchtbar. 4 gegen 4 ist Schmutz. Das ist ja noch mehr los als nichts. Da kriegst du ja nie Boost. Ganz ehrlich. Das ist dieser neue Springball. Schmutz. Mag ich wirklich. Dropshot ist noch okay, sagen wir mal. Ja, bloß da kriege ich immer die schlimmsten Mates und mit den Kollegen, mit denen ich spielen könnte. Die sind so hoch gerankt, Alter, da komme ich überhaupt nicht näher. Gut ist halt wieder aufladbarer Boost, ne? Heatseeker, der neue Modus, würde ich hier mit reinschmeißen. Finde ich gar nicht so schlecht, ja. Zum Freestylen und sowas auch ganz gut, wenn du die Bälle gut abfängst. Hups. Mache ich mit auf Art hier. Spiele ich sehr häufig. Werden auch noch einige Videos kommen. Ja. So, Rumble. Fick dich. Ganz ehrlich. Ne, ist das. Ist das ein anderes Rumble? Hier ist es auch nochmal. Beides Schmutz. Das finde ich eigentlich. Ups. Das finde ich eigentlich auch noch ganz cool mit dem Eishockey. Ja. Weil, erstmal ist es ein Puck, ja. Wenn du den schießt, da kann alles Mögliche passieren, ja. Und das Ding ist, dieses Actionplay vorm Tor ist halt immer das Heftigste. Solo-Standard gibt es leider nicht mehr. Für die Leute, die jetzt neu bei Rocket League sind und vielleicht diese Season erst eingestiegen sind oder letzte. Solo-Standard war, du spielst 3 gegen 3. Aber mit dem Aspekt nur mit Randoms. Es gibt keine Teams oder sowas. Und auch nur jetzt, ich war bestimmt 3 oder 4 Season jetzt auf C, auf Champion. Ich bin da nie über dir gekommen. Weil das da so furchtbar manchmal ist. Also wenn du saugut bist, ja, kannst du es gut alleine reißen. Aber ansonsten
vergiss es. Aber in diesem Spielmodus, ich kann euch das gleich mal zeigen, habe ich sehr viel gesuchtet in einer Season. Ja, das war meine Rocket League Game Mode Chillist. Ja. Wir schauen uns jetzt noch schnell mal meine Stats an. Nein. So. So sieht es gerade bei mir aus. Ihr wisst ja, ich mache jetzt gerade noch, weiß nicht, wann ich das Video rausbringe. Entweder habe ich gerade die Dings fertig, meine Placements. Oder die kommen erst. Oder ich bin gerade noch mitten dabei. So sieht das gerade aus. Naja, die 3, Division 3. So, wir gucken mal. Bin seit Season 2 bin ich dabei. Season 1 dürfte es gar nicht. Doch, Season 1 war ich schon dabei, aber da habe ich noch nichts bekommen. So, muss ich mal gucken, welche Season das war. Ah, hier, jetzt steht's da. Hier, da gab es Ranked Standard. Ranked Solo Standard, genau. Da hatte ich schon 116 Games. Da fand ich so hingucken, das war meine Anfangszeit. 311 Spiele. 570 Spiele. Ihr seht hier, hier habe ich. Na gut, Doubles habe ich 200 und normal habe ich 295. Season 6, 466. Da ging es dann, man merkt, eine leichte Kurve nach oben ging los. Season 7. 346 Spiele, 122, 63. Season 8 habe ich, glaube ich, nicht gezockt. Da hatte ich eine sehr lange Pause gemacht bei Rocket League. Genau, jetzt kamen die anderen Spieler dann auch dazu. Ranked Solo 74. Season 10. 85, da ging es los. Da bin ich dann zum ersten Mal C geworden. Aber ich weiß, hatte ich mal in irgendeiner Season. 145. Hatte ich 700 Spiele oder so gehabt. Da habe ich dann fast welches Rank so gestanden jetzt auf einmal. Scheiße, habe ich das jetzt überblättert. 174. Genau, ab dann, wenn du jetzt hier in diesen Klammern siehst, ab da gab es das nicht mehr. Das war ein sehr schwaches Jahr. Schwache Season, die erste. Die neue. Hier auch gar nicht gespielt. So, hier, das war die, war das die letzte jetzt? Ja. Da bin ich hier Dia 1 geworden. Hier möchte ich gerne auf Dia 3. Bei 1 gegen 1, bei 2 gegen 2. Möchte ich auch auf C. War ja ein knappes Ding. Hier natürlich C, safe erreicht und fertig gemacht mit 105 Spielen. Aber gut, dann weiß ich gar nicht mehr, wann das war. Eigentlich Solo 116. Irgendwas, da ist so hart raus hier, 311. Ich glaube, das war das höchste. 570 Games in einer Season. Aber die Season damals ging, glaube ich, auch ein bisschen länger. 466. 346. Gar nichts. Ja. Gut. Meine Freunde. Das war's mit dem kleinen Special-Video. Also. Achso, ja, wir können hier mal gucken. Wins. Top 0,8, Goals Top 1,8, Assists Top 1,4, MVPs Top 2, Goalshot Ratio, allerdings ist bei mir so grottenschlecht, warum auch immer. Shots 1,8, Top 1,6 und Top 9. Ist eigentlich noch alles ganz gut, ja, der Tier 1 Score. Ja. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis später.